Diese Bilder werden viele Menschen in Arnstadt so schnell nicht vergessen. Am Sonntagvormittag mussten sie mit ansehen, wie das Feuer den Dachstuhl ihres Neutoturms auffrisst. Noch heute ist die Betroffenheit groß. Gestern früh bin ich hier in mein Eiscafé rein und natürlich habe ich gleich gesehen, die ganze Feuerwehr, die Flammen noch. Und dann war ich ja entsetzt und traurig und eigentlich alles, wir können es gar nicht fassen. Hier hinter mir ist die Altenbegegnung und da ist mein Blick jede Woche auf diesen Turm. Das ist ganz, ganz traurig. Das Feuer war am Sonntagmorgen ausgebrochen. 55 Feuerwehrleute eilten herbei, um das historische Gebäude zu retten. Bei der Dachhaube war allerdings nicht mehr viel zu machen. Sie brannte komplett aus und musste abgetragen werden. Noch während der Turm gelöscht wurde, brach eine Welle der Solidarität los. Ich selber habe von einer älteren Dame 100 Euro bekommen, ganz spontan. Ein kleiner Junge überreichte mir 1 Euro. Also es war auch wieder sehr emotional für mich. Es war in jeder Hinsicht gestern ein intensiver Tag. Und wir haben seit ein paar Minuten ist das Spendenkonto jetzt aktiviert. Die Stadt geht nun von einem Millionenschaden aus. Die genaue Summe steht noch nicht fest, soll erst durch ein Gutachten ermittelt werden. Sicher ist jedenfalls, dass der ideelle Schaden mindestens genauso hoch ist wie der materielle. Also im Prinzip ist das sowas ein unschätzbarer Wert, weil er wurde gebaut 1418, 6 Jahrhunderte lang hat unser Turm gestanden, der Neuturturm, und ohne größere Schäden ausgekommen. Jetzt ist, ja, man sieht, die Turmhaube ist vollständig abgebrannt, und die Schadenshöhe, wie gesagt, ist ganz schwer zu beziffern. Das Wichtige ist trotz allem, dass wir jetzt schnellstmöglich in den Wiederaufbau gehen. Schon in der Nacht auf Sonntag hatte es ein kleines Feuer am Fuße des Turms gegeben. Dieses konnte schnell gelöscht werden. Ob die beiden Brände absichtlich gelegt worden sind und in Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Frage ist natürlich eine extrem wichtige Frage, habe ich mir selber sofort gestellt. Wie kann das da oben brennen? Es gibt, wie gesagt, verschiedene Thesen, aber laufen noch die Ermittlungen. Und sobald wir da was Konkretes, Belastbares haben, wird die Polizei darüber informieren. Fest steht schon jetzt, aufgeben will den Turm in Arnstadt niemand. Die ersten Schritte sind nun, den Neutoturm vom Brandschutz zu befreien und gegen Regen zu sichern, bevor der Neuaufbau geplant wird.